dass ihr uns sagt, was wir gerade falsch oder schlecht machen. Und vor allem, was mir auch besonders wichtig wäre, wenn irgendjemand aus dem Team zum Beispiel jetzt emotional werden sollte oder lauter werden sollte, dass ihr dann vielleicht auch solche Calls gebt, wie ruhig bleiben, ganz entspannt die Sache angehen. Ich glaube, das wäre... Contenance bewahren. Genau. Braucht das in einem Game. Okay, das kriegen wir hin, oder? Es kam noch eine Nachricht im Chat. Zement bräuchte halt 3. Noch jemand im Chat? Okay. Digga, der Chat hat jetzt eine Runde anhand der Punkte, die ich hatte, analysieren können, weil ich auch nichts aufbauen konnte. Aha, wow. Zement, ruhig bleiben. Nein. Mein Puls ist schon, also mein Blutdruck ist schon wieder unter 100. Ich merke das. Ja, wir sehen übrigens noch keinen Screen, also ich kann höchstens in Nico seinen Stream gucken. Ja, ihr habt es nicht aktiviert, ihr Idioten, was? Ihr habt das vergessen. Also Boys, so kommen wir hier nicht zum Big Win, ja, das kann ich jetzt schon mal callen. Also ich hatte schon mal einen perfekten Start hingelegt, kann ich sagen. Bei mir war er leider nicht ganz perfekt, ich habe da ein paar Verzögerungen schon drin gehabt. Ich habe irgendwas schon wieder vergessen, ich glaube, ich muss gleich ein Haus bauen. Hey. Digga, wo trägst du das hin, du Bart? Was macht der denn da? Also du hast jetzt 5 auf Bären, jetzt wäre es gut, wenn du zum Beispiel einfach mehr Dorf und das Dorfzentrum noch nimmst und Nahrung nimmst und das zweite Schwein noch holst, Nico. Ich habe noch gar kein Schwein geholt. Oder noch gar keins, ich sehe das oben links nicht, deswegen. Alles ich habe nur die Ziegen geholt bisher, die Goats. Alles okay. Jetzt guck dir das an. Ja, ich schau. Was sagst du dazu? Aber tatsächlich, das liegt jetzt perfekt, also du willst es eigentlich genau da vorne haben, wo du es jetzt legst, das liegt eigentlich jetzt perfekt. Ja, aber wie fandest du auch so die Technik mit dem Abknallen und so? Ja, man kann es noch besser machen, aber war schon sehr gut. Okay. Gehe soweit ich kann. Okay, da. Du musst jetzt noch ein Haus, dann, ja genau, bau dahinter einfach eine Mauer. Und dann in deiner Base vielleicht noch ein Haus bauen. Wenn wir dann Richtung der Zeit kommen. Und du musst auch auf Gold gehen, was ziemlich wichtig wäre. Und jetzt auf Gold? Auf Gold und wir bauen Marktplatz und Schmiede. Da ziehe ich einfach einen Nahrungsdog ab, oder? Ja, Holz wäre besser, weil du hast schon so viel Holz. Ne? Also Nahrung brauchen wir jetzt noch. Okay. Wir können auch noch 1-2 Felder gleich platzieren. Aber Holz haben wir schon super viel. Genau, noch einen Markt bauen auch mit einem und auf Gold schicken. So immer das Goldding bauen, dass sie so ein bisschen Abstand hier zwischen haben. Ja genau, ein Abstand. Auf der anderen Seite wäre jetzt noch besser gewesen, weil du dann noch mehr Gold sozusagen nimmst, aber lass so, ist voll okay. Soll ich den Markt jetzt so weit hinten bauen oder nicht? Nein, bau ihn in deiner Base. Also einfach in deiner Base bauen. Wir können dann später, wenn wir handeln, dann nochmal einen Markt bauen. Richtig in deiner Base. Okay. Ja, was mache ich mit dem Bauer? Häuser oder ne? Kaserne eigentlich, oder? Einfach auf Holz schicken. Nein, du brauchst keine Kaserne, wir wollen ja boomen. Alles gut. Wir wollen boomen, Digga. Ja, nicht, wo auf die Feier hier vorne? Okay. Soll ich jetzt ein TC hier hinsetzen oder hier hin? Genau, ein Dorfzentrum hier hin. Ja. Hier hin? Ja, super Platz. Passt. Wunderbar. Und die Häuser nicht vergessen. Baust du dir einfach mit noch ein bisschen Holz und baust dann noch ein Dorfzentrum. Soll ich jetzt nicht direkt schon eins bauen? Ja, genau. Auf, du musst halt noch ein bisschen Holz kaufen am Markt, sonst hast du nicht genug Holz. Ah, okay. Hier hin oder hier hin? Ja, immer, dass es am Holz dran ist, damit du kein Holzfällerlager halt bauen musst. Und am besten auch am Gold oder sowas, genau. Ne? So, ja, gut. Genau, wunderbar. Sehr gut. Okay, das heißt, also jetzt die ganze Zeit alle Dorfbewohner, die rauskommen, machen alle Felder. Ja, genau, und machen auch Holz. Nein, auch schick alle Dorfbewohner auf Holz, die rauskommen, und nehmen einfach die Dorfbewohner vom Holz und fangen an, Felder zu bauen. Das Ding ist, wenn der Dorfbewohner Holz in der Hand hat und du baust ein Feld, wird das Holz sozusagen automatisch abgegeben. Also du musst es nicht am Holzpunkt abgeben, sondern durch das, dass du ein Feld baust, wird... Das Feld kostet dann sozusagen einfach weniger. Nee, das nicht, sondern der Dorfbewohner hat, das kostet trotzdem noch genauso viel Holz, aber der Dorfbewohner hat jetzt zum Beispiel 5 Holz in der Hand, und wenn du das Feld baust, dann wird das Holz automatisch abgegeben, also du musst es nicht extra erst am Dorfzentrum oder am Holzfeuerlager abgeben. Okay, krass. Alter, hier geht's punktetechnisch ja richtig voran, Digga, bei mir. Boah, Häuser bauen auch nicht vergessen noch. Ne? Häuser, wir haben es wieder vergessen. Ist das krass, Digga, also was ich hier... für einen Fortschritt mache, ist ja wirklich heftig. Hier mache ich am besten direkt weiter Häuser. Ja, genau, du kannst auch hier wieder diese Shift genau benutzen, ja, perfekt. Sehr gut. So, und was meinst du, eine Universität? Universität und Kloster, ja. Perfekt. Okay, dann fange ich einfach mal mit 8 Stück hier an, oder ist das zu viel? Soll ich gehen, das oder? Das ist wunderbar, das ist sehr gut. Und jetzt machen wir auch noch Handkarren im Dorfzentrum und machen auch die Upgrades für unsere anderen Sachen und dann gehen wir Richtung Imp. Alter, Boys, Mann, dieses Tutorial ist ja enorm. Also das mit diesem erst auf Holz gehen, die 3 TCs anwählen, damit die Bearbeiter immer nachkommen, ist ultra strong. Jetzt, warte mal, jetzt nehme ich das 4. auch noch mit rein, oder? Genau, das 4. nimmst du jetzt auch mit rein, richtig. So, genau. Jetzt habe ich alle 4. Das mache ich so. Richtig, perfekt. Ja, wunderbar. Genau. Und das schicke ich dann so, das schicke ich dann hier auf Holz. Genau, und jetzt bauen wir einfach noch mehr Farmen. Also wir wollen so schauen, dass wir so 50 bis 60 Farmen haben.
Soll ich hier so ein Ding hier dazwischen bauen oder ist das jetzt nicht nötig? Ja, wir wollen ja mehr Food, also auf jeden Fall erstmal. Also okay. Wir sind ja erstmal gerade noch auf der Nahrungssuche sozusagen. Und dann ballerst du einfach mal 10 Kasernen. So, einfach am besten hier so hin, oder? Richtung, nein, da wo die Lücke ist, also schon nach Richtung oben. Du willst ja so schnell wie möglich beim Gegner sein. Genau, du kannst die einfach entlang diesem Ding bauen. Ja. Okay. Ja, perfekt, einfach hier jetzt entlang. Genau, 10 Stück. So. Ja, perfekt. Und jetzt Abfahrt. Wohin? Ja, da ist war gut auf dem Hügel. Wunderbar. Du willst ja nur die Burg haben, eigentlich für dein Upgrade als Goten. Weil in den Goten haben zwei super coole, unique Upgrades. Einmal, dass man deine Huskale aus den Kasernen bauen kann. Also eine Spezialeinheit. Und das andere Upgrade macht, dass deine Kasernen schneller produzieren. Das heißt, als Gote brauchst du eigentlich nur eine Burg. Und dann bist du okay. Weil danach machst du eh nur noch Kaserneinheiten. Dieses Upgrade hier oder ja, nee, ne? Wir gehen für die Huskale. Wir gehen auf Helebardiere und Huskale. Wir spielen einen Mix aus Helebardieren und Huskalen. Also das hier kann ich machen. Genau. Und weitere Schmiede-Upgrades machen. Das heißt jetzt Steuerung W full durchpressen oder nicht? Einfach zwei drücken und W. Zwei Steuerung W und zwei Steuerung R. R ist Huskale und W ist R ist Huskale und W ist Helebardiere, genau. Mit Steuerung, dass richtig viele kommen oder erstmal nur ein paar? Genau. Ja, dass viele kommen. Ja, wir wollen jetzt richtig Einheiten ballern. Oh, guck mal, ich hab hier verkackt. Ah, nicht so schlimm, einfach eine löschen. Kein Problem, lösch einfach eine Kaserne. Die hier geht, ne? Ja. Ist nicht so schlimm, alles gut. Kein Problem. Schmiede-Upgrades nochmal checken. Jetzt wird hier einfach mal der Angriff gestartet. Ja, genau, lösch deine Mauern und dann angreifen. Dazu holen, ja. Jungs, ich starte hier gerade mal einen Angriff zur Abwechslung, ne? Das ist crazy, man. Alter, wie schnell das ging mit diesem Trick, mit dem DC, die ganze Zeit die Bauern nachzuholen. Das macht ja so einen geistesgestörten Unterschied. Ja, auch für deine Militärproduktion halt, ne? Wenn du die anderen auf der 2 hast, dass du einfach komfortabel produzieren kannst. Also Jungs, ich starte hier nach 39 Minuten schon in Angriff. Ich bin hier full gesetzt. Ich bin auch dabei. Gegen wen gehst du? Ich gegen Türkis. Jo, warte, ich komme durch den Wald einfach durch. Ja, und jetzt könntest du die ganzen Upgrades machen. Die, oh nein. Die Defensive noch ein bisschen bringen. Ja, einfach zurückgehen. Mehr Huskale einfach bauen und jetzt, guck mal, unten siehst du bei deiner Armee, die haben doch so, wenn du deine Armee auswählst, die haben so unterschiedliche Formationen, siehst du das? Also wenn du einfach deine Armee auswählst, geh mal deine Armee aus. Du siehst, die haben jetzt unterschiedliche Formationen unten links. Jetzt geh mal auf das, diese Pünktchen, die sich auf das dritte, ja genau, dann sind die so ein bisschen auseinander. Perfekt. Genau. Soll ich mit den allen zusammen jetzt wieder reingehen? Ja. Und jetzt schauen wir, dass wir Chemie machen, weil wir bauen ein paar Belagerungskanonen gegen diese Onager. Also machen wir Chemie in unserer Universität und bauen ein paar Belagerungswerkstätten auch. Vielleicht so 3-4 Stück, damit wir Belagerungskanonen bauen können. Die lasse ich hier noch ein bisschen Gold holen, oder? Ja, genau. Ich gehe rein. Ich erstmal zurück, oder? Nö, jetzt kannst du doch gerade super Druck aufbauen. Ja? Bau am besten noch ein paar Kieböcke nach aus den Burgen. Hier wird enormer Druck aufgebaut gerade bei mir. Was soll ich am besten angreifen? Ich habe richtig Druck auf den Schlauch. Die Burg oder das Dorfzentrum? Setz den Sammelpunkt nach vorne, Eddie, für die Husare. Das, ja, die, da unten bringen sie dir nichts. Oh, bei mir sind 2. Alles nach vorne. Ja. Burg oder Dorfzentrum? Was du jetzt machst, drück mal deine 2 und deine Kaserne, dass der Sammelpunkt vorne ist beim Gegner. Greif einfach die Burg an, ja. Die kannst du easy rausnehmen mit. Du bist Gote. Noch 2 in der Sammelpunkt nach vorne, perfekt. Sehr schön. Ja, jetzt kannst du sehr gut auch mit dem Khmer zusammenkämpfen, weil deine Huskale sind super gut, um Gegner zu helfen. Ich hab beide blau und grün. Schön zum End. Eine Burg hier, ich hab keine Gegenwehr mehr. Oh, die Onaga. Ja, ich kümmere mich drum. Ja, was du jetzt auch machen kannst, ist halt zum Beispiel ein paar Huskale nur aus deiner Gruppe rausnehmen, mit dem Rest zurückgehen und einfach nur ein paar rausnehmen und auf die draufschicken. Aber dein Teamkollege macht auch schon, also komm. Der Teamkollege macht das extrem gut, würde ich sogar sagen. Ja, finde ich auch. Also echt nicht schlecht. Was mache ich jetzt mit denen zum Beispiel? Wieder auf Holz oder wohin? Kannst du löschen. Du hast so, guck mal, deine Bauschleife an, einfach alle löschen. Du kannst, ja genau, alle weg damit. Du hast so viel Militäreinheiten in der Queue, dass du die löschen kannst. Und jetzt nimm mal ein paar Units und geh durch zum nächsten Gegner. Also, weil der Orange oder was? Tot. Ja genau, ihr wollt jetzt Richtung... Ja, der wird auch schon angegriffen. Achso, der wird auch schon angegriffen. Ah, dann auf Gelb. Nee, hä, Gelb ist Eddie, hä? Nee, ihr müsst zu Blau kommen noch. Blau hat noch nicht so viel Schaden genommen. Vielleicht kannst du ganz runterlaufen zu Blau. Handelsroute, soll ich die abfacken oder soll ich darauf scheißen? Ja, du kannst alles 2-3 Units... Alles Gute, bin ich schon am Abfacken, alles gut. Und ein Hotkey, den du auch benutzen kannst, ist, wenn du deine Armee auswählst, ist Q, ist Patrouillieren. Weißt du, was das macht? Nee.
Also wenn du jetzt deine Einheiten auf Patrouillieren drückst, also deine Einheiten jetzt einfach Q und dann klicken, genau, dann patrouillieren die zu dem Punkt und alles, was auf dem Weg dort kommt, wird automatisch angegriffen. Das heißt, die Einheiten verteilen sich automatisch. Das heißt, wenn du mit Rechtsklick auf eine Einheit klickst, ist halt sehr unangenehm. Moin Nico, alles klar bei dir? Draufrennen. Achtung, da ist eine Armee, Nico, da kannst du mal rein patrouillieren. Ja, da in die blaue Armee rein patrouillieren. Einfach rein patrouillieren. Da wird mal ordentlich einer aufpatrouilliert bei mir gerade eben. Ja. Ja, erste raus! Geil! Digga, das Digga, die, sind gut! Hier wird ordentlich was aufgebaut. Das werde ich mal ordentlich verhindern. Ja, einfach wieder rein patrouillieren. Das ist wirklich ein super Move. Einfach patrouillieren, nicht rechtsklicken. Patrouillieren ist viel besser, weil die Einheiten sich dann einfach gut verteilen. Warte mal, ich mache jetzt Q und drücke, dass ich will, dass sie hier hingehen. Genau, dann laufen die dahin und alles, was sie auf dem Weg dort finden, wird automatisch angegriffen. Richtig. Und die priorisieren raus, halt auch raus. Ist nur noch grün hier und den attackieren wir gerade. Extrem stark gespielt, Männer. Auch die Couch ist gute Leistung, muss man mal kurz anmerken. Geisteskranke Leistung. Also Bro, wie wir das hier gerade, wie wir die gebumst haben, wie schnell das ging, Bro. Hey, wir spielen erstmal 48 Minuten und das Ding ist durch, Boys. Alter. So schnell haben wir noch nie ein Ding gewonnen. Also die, das Coaching war geisteskrank. Digga, ich will gar nicht wissen, wie der Zement aus dem Gegnerteam gerade am Rumschreien ist, Alter. Der ist schon raus. Naja, der. Nee, das ist der Grüne hier. Da ist der Zement, der. Der probiert noch ein bisschen abzufacken. Ja, ja. Alter, geisteskrank, Digga. Hä, spielt Hand of Blood auch Age of Empires? Ja, ja, ganz ja, viel ja, sogar. Ja. Das ist mit der bekannteste. Ja, was ist denn das jetzt hier? Ja, GG's, Männer. Jungs. GG. Shoutouts an die Coaches aber auch. Ja, das war heftig, Digga. Das war geisteskrank. Ja, endlich konnte dir mal auf meinem Level mit sein. Ach, mal einen Zement, machen. Komm. Das war ein heftiges Coaching. Hat Zement mitgespielt, hat die Runde gar nicht geweint. Ja, warum auch? Also, das war ein heftiges GG. Der den First Angriff gemacht hat. Zement hat halt Glück, dass er da hinten in der Pocket war.